Hallo! Hier bin ich! Ho, 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 ho! Wie bescheuert, aber alles gut. Ich wurde so auf Instagram angekündigt. Naja, okay, dann bin ich jetzt mal für ein paar Minuten der Nikolaus. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Nikolaus-Morgen schon erlebt. Ich meine, es ist es wert, ein paar Worte zum heiligen Nikolaus, zum Sankt Nikolaus. Eigentlich, es war ein echt hingegebener Mann Gottes. Das müsst ihr mal nachlesen. Er lebte im 4. Jahrhundert, war Bischof von Myra, die südliche Küste von der Türkei. Und er hat, deswegen betone ich das, weil das wissen nicht alle, der hat auch im Rahmen einer schlimmen Pandemie oder Epidemie die Eltern verloren. Und zwar mit der Pest. Eine wohlhabende Familie, nun bleibt er dort als Waisenkind alleine. Und dann, als er dann später Bischof war und einfach Gott gedient hat mit seinem Herzen, es lag ihm von Anfang an zu helfen, und zwar Frauen zu helfen, Witwen zu helfen, mit ihren Kindern, die arm waren, dass sie ihren Kindern etwas zu essen geben können. Und so hatte man theoretisch sein ganzes Hab und Gut und Geld geschenkt. Da kommt diese Tradition des Schenkens, des Beschenktzuwerdens. Die Legende sagt, über die Dächer in den Kaminen hat er Geld reingeworfen. Und die Heizung des Hauses waren immer die Kamine, die Socken, die dann zum Trocknen dort gelagert wurden. Und so fiel das Geld in die Socken an. Das ist dann die ganze Tradition, die daraus entstanden ist. Ich habe gedacht, was bewegte ihn, dass dieser Mann sagt, ich verhindere, dass die Frauen sich prostituieren müssen. Weil das war die Konsequenz. Wenn sie kein Geld hatten, dann mussten sie sich prostituieren. Und das hat er verhindern wollen und hat er einfach so mit der Großzügigkeit des Herzens das gelebt. Ich denke, Nikolaus her, ist mal interessant, mal von dieser Seite das zu betrachten. Und es geht heute um beschenkt zu werden. Deswegen habe ich auch euch hier Geschenke gebracht. Natürlich, könnt ihr euch denken, auch in Form von den Hauptpunkten meiner Predigt. Wir sind, ihr Lieben, beschenkt mit Gnade. Wir sind beschenkt. Wir erzählen ja die Weihnachtsgeschichte. Das habt ihr auch mitbekommen. Heiko hat das schon letzte Woche, Pastor Heiko, letzte Woche begonnen. Und wir haben keine Konzepte erstens, zweitens, drittens. Wir lassen das Konzept, ist der Text selbst in Lukas Kapitel 1. Und da entnehmen wir auch heute zum Beispiel, beschenkt zu sein mit Gottes Gnade, beschenkt zu sein mit einem Gott mit uns. Das bedeutet eigentlich Immanuel. Dann, wir sind beschenkt mit dem Heiligen Geist. Wow, der Heilige Geist in der Weihnachtsgeschichte, das betrachten wir zusammen. Das ist sehr interessant. Und dann, jetzt kommt's, beschenkt zu sein. Jesus war ein Mensch, war er Gott mit dem Menschensohn. Immer wieder finden wir das auch im Lukas-Evangelium, der Menschensohn, der Menschensohn. Wer so noch die Elberfelder Bibel liest. Und beschenkt zu sein, das ist mein erster Punkt heute. Und zwar mit Heimsuchung. Im Duden hat eigentlich dieses Wort einen negativen Touch, so Heimsuchung, Schicksalsschlag oder sowas. Pass auf, ich suche dich noch heim. Nee. Heimsuchung Gottes ist immer Begegnung mit Gott, Erfahrung mit Gott. Als ob Gott so sagt, den will ich persönlich heimsuchen. Ja, da will ich hin und dieser Person will ich mich insbesondere offenbaren. Und ja, Weihnachten ist auch das Fest des Schenkens. Habt ihr schon mal erlebt, wenn du jemandem was schenkst, und das war kein Volltreffer. Und aus Höflichkeit, Kinder sind ganz mit reinem Herzen. Ich habe einmal Zion 5 Euro geschenkt und der Julia ist viel kleiner, ein Schokoladenei. Und der Zion sieht das Ei, schmeißt die 5 Euro weg und fängt an zu weinen. Das habe ich Zion, das ist doch viel mehr wert. Ja, erklär es mal einen Jungen mit 3 Jahren, dass es viel mehr wert ist. Und wir können auch manchmal über uns selber schmunzeln. Am Ende sind Gottes Geschenke immer die besten Geschenke.
Nur wir begreifen es nicht gleich. Es gibt Dinge, die wir leicht verstehen, gleich verstehen und auch annehmen können. Aber es gibt Geschenke Gottes. Wir erkennen nicht gleich den Wert darin. Wenn wir so über Menschen motzen und meckern, die in unser Leben sind oder unser Leben begegnen, es gibt auch Geschenke von Menschen. Also Gott beschenkt uns auch mit Menschen. Und wir vergessen das. Wir vergessen das und dann sagen wir, Mensch, mit was habe ich es verdient, all diese Jahre und so weiter und so fort. Gerade wenn es in den Beziehungsgeflecht geht. Und wir vergessen, dass eigentlich dieser Mensch ein Geschenk Gottes da drin ist. Und wir lernen heute unter diesem Thema beschenkt zu werden, die Kunst, das zu erkennen. Natürlich werde ich über Maria, die Mutter von Jesus, sprechen. Sie wurde ja beschenkt. Sie hat die Kunst erlernt, das zu erkennen, weil die ganze Christenheit und in der Kirchengeschichte wurde sie ja hoch gepriesen und selig gepriesen. Aber was hat dieses junge Mädchen mit 15 Jahren eigentlich da entschieden? Um sich mal dazu reinzuversetzen, da kommen wir noch hin. Aber es ist einfach Fakt, dass Gott uns überraschen möchte. Und Gott will uns diese Kunst zeigen, zu erkennen, was für ein Geschenk er hat für uns, in und durch Menschen, in und durch Situationen, in und durch Krisen, in und durch Umstände. Zu wissen, da ist etwas, was sich auf Freude nennt. Komisch, ja? Also wie soll eine Krise, wie soll jetzt ein ganz schwieriger Moment, wo ich gerade hier mich befinde, was soll ich denn da, Sarah? Wenn ich grabe, ja. Was soll ich denn da graben und Freude erkennen? Graben wir mal ein bisschen in der Weihnachtsgeschichte. Ich komme nicht zu all diesen Punkten heute, wegen der Zeit. Aber hier mit Punkt Nummer 1, es geht um Heimsuchung. Man nennt die Ankündigung in Nazareth, man nennt es eigentlich Marias Heimsuchung. Und wir lesen erstmal Lukas Kapitel 1, die Verse 26, erstmal bis 27. Da will ich ein paar Persönlichkeiten kurz beschreiben. Wir lesen, und im sechsten Monat, also Elisabeth war im sechsten Monat, das war der Kontext, hat uns Pastor Heiko letzte Woche gepredigt, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa. Es wird alles beschrieben, weil Galiläa war nicht so eine gute Region. Die heißt Nazareth, diese Stadt. Was soll Gutes kommen aus Nazareth? Das war also, wie soll ich es beschreiben? Naja, lassen wir es. Es gibt so Städte und Regionen auch in Deutschland, gell? Ich sag's nicht, aber ich denke es gerade. Auch in Italien ist es so, ja? Ja, der Kampf zwischen Nord und Süd, lassen wir es, okay. Aber da steckt alles da drin. Deswegen betont das Dr. Lukas, ja? Deswegen betont er das. Also, diese Stadt heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war oder verlobt war einem Mann, mit Namen Josef, vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Zunächst einmal, interessiert euch, wer Gabriel ist, weil auch Pastor Heiko hat letzte Woche vom Engel gesprochen, das war der Gabriel. Und Gabriel eigentlich ein Erzengel, also das heißt ein führender Engel. Die ganze Engellehre in der Bibel ist ganz interessant. Und er überbringt Botschaften von Gott, ist nicht unbedingt für Bewahrung zuständig oder für Schutz zuständig, sondern für Vermittlung von Gottes Botschaften. Und der Name Gabriel bedeutet, meine Kraft ist Gott. Also meine Kraft ist Gott, sprach zu Maria. Wisst ihr, was Maria bedeutet? Die Bittere. Schöner Name. Hallo Bitterkeit, ich liebe dich. Maria, Maria, es gibt ja Musical, ja? Das heißt, kommt von Miriam, vom Hebräischen, heißt die Verbitterte. Na, okay, auch gut. Aber das war ein sehr gängiger Name, ich weiß gar nicht warum, vielleicht, keine Ahnung, die Schwester von Mose, irgendwas. Aber es war ein gängiger Name.
Und der Herr ist deine Kraft, kommt zur Verbitterung, zu dieser jungen Frau. Und übrigens hat er auch ist er Protagonist, der Engel Gabriel, wurde gesandt, das Ende der Menschheit zu prophezeien. Die Endzeit, die Offenbarung, die Apokalypse, er hat es offenbart, dieser Engel, dem Prophet Daniel. Wer bei mir im Offenbarungsseminar war, weiß, wovon ich rede, die letzte Zeit, die 70 Jahrwochen von Daniel. Vergiss es, nicht so wichtig, aber ich finde es ist schon wichtig. Ein Engel, der hier etwas die Endzeit prophezeit, Advent, Advent, zwei Lichtlein brennen schon. Im Advent, das Kirchenkalender, im Advent, wir predigen über die Wiederkunft Christi. Und die Wiederkunft Christi ist verbunden mit der Vollendung des Zeitalters, ist verbunden mit der Endzeit. Graziano, weg von diesem Bereich, sonst verliere ich mich. Es ist sehr, sehr interessant. Und dann haben wir den Joe. Den Josef, Giuseppe. Giuseppe, nicht der Papa von Pinocchio, sondern Giuseppe ist ja Josef auf Italienisch, sondern der gesetzliche Vater von Jesus. Er war nicht der biologische Vater. Jesus war ein Mensch, war ein Gott, war ein Mensch, weil er im Mensch kam, aber mit den göttlichen Samen, nicht mit dem Samen von Josef. Und deswegen war er Gott. Später mehr dazu. Die Evangelien verlieren nicht viel Zeit um Josef. Er war vom Beruf Tekton. Tekton bedeutet Architekt oder Baumeister oder Zimmermann. Das hat auch alles Jesus alles gearbeitet. Nur zur Info, hat er von seinem Papst. Ne? Und wahrscheinlich ist er jung gestorben, weil wir finden ihn nicht mehr. Der zentrale Vers, den ich heute unterstreiche, und dann, es wurden Lieder komponiert, Musik komponiert, das wunderbare Ave Maria von Bach. Ave Maria, Ave. Schaut mal, Vers 28, da kommt das Ave Maria. Ave, ne? Kennt ihr das Lied? Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Dieser Vers hat mich ermutigt, dieser zentrale Vers. Sei gegrüßt, du Begnadete. Können wir bitte ein anderes Wort dazu geben? Sei gegrüßt, du Beschenkte. Weil Begnadete und Beschenkte ist Zwillinge. Hat die gleiche Bedeutung. Und deswegen, wer begnadet wird, wird beschenkt. Und das ist das, was der Engel zum Haus, der Engel, der Herr ist deine Kraft, der Herr ist dein Sieg, Gabriel. Sei gegrüßt. Wie denkt ihr, wie hat Gabriel diesen Satz gesagt? Auf Italienisch? Auch nicht auf Deutsch? Auf Hebräisch. Und das Wort sei gegrüßt ist mit Semchi. Und auf Hebräisch heißt Semchi, freue dich. Freue dich. Also nicht mehr, hey, grüß alle miteinander, sondern freue dich. Das hat einmal jemand erlebt. Ne? Ich war überrascht von einem Gruß der Zollbehörde. Der wollte von Frankfurt nach Karlsruhe, ist eingeschlafen, ist in Basel aufgewacht. Und dann ist es, grüß alle miteinander. Haben Sie was zu verzollen? Und dann wurde natürlich sehr erschrocken. Hier kommt der Engel und sagt, freue dich, Maria. Freue dich, du Beschenkte. Denn der Herr ist mit dir. Und darum geht es heute, dass dieser Satz und dass dieser Gruß ganz neu unser Leben erfüllt. Und ich liebe es. Oh, wenn es im Ave Maria heißt, Ave Maria auf Lateinisch, Gratia plena, Ave Dominus, Dominus tecum. Gott ist, der Herr ist mit dir. Freue dich. Wie wäre es mit einem Stück Klassik? Bitte schön.
an der Viola Kirill Hikstrov aus Bulgarien. Prego. Und am Piano David Stemmler. Ave Maria di Schubert. Vielen Dank, vielen Dank. Oh Mann, ich hab echt einen Knoten. Ich liebe, ich will jetzt mitsingen können. Es ist wunderbar. Darum geht's. Freue dich. Du Begnadeter. Jetzt kommen wir zu uns. Du Begnadeter. Dominus tecum. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit uns. Und das ist genau bei jeder Heimsuchung Gottes, haben wir uns Grund zu freuen. Denn er kommt und begegnet uns. Er besucht uns. Und wir lesen im Vers 29 und 30. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Darum geht es, um Gnade zu finden. Und das ist nicht das Ergebnis, wow, die hat es verdient, begnadet zu werden. Nein, wer begnadet wird, hat es nicht verdient. Und was soll eine 15-Jährige schon angestellt haben? Ah, diese Botschaft kommt zu uns heute Morgen. Sie kommt zu uns. Wir haben nichts verdient. Und gerade immer, wenn die Bibel spricht von Gnade, spricht eben, Graziano, weil du es nicht schaffst, ist Gnade da. Denn Gott ist mit dir. Und wenn Gott mit dir ist, dann ist Gnade mit dir. Und wenn Gott im Spiel kommt in unser Leben, da wird unsere Angst vertrieben. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn Gott im Spiel kommt, da ist ihm nichts unmöglich. Wenn Gott ins Spiel kommt, unser Leben, geschieht Großes. Das ist Tatsache. Es geschieht Großes. Auch wenn du es nicht verstehst oder vielleicht nie verstehen kannst, wie Gott ist und was Gott tut. Beschenkt mit der Heimsuchung Gottes. So fängt unsere Geschichte mit Gott an. Und das hört nicht an einem Erlebnis, sondern immer wieder, Gott kommt, Gott kommt. Und als die Zeit erfüllt war, Gott kommt, spätestens rechtzeitig. In jeder Situation, in jedem Umstand unseres Lebens. Zweitens, wir sind beschenkt mit Gottes Gnade. Wir sind beschenkt mit überwältigender Gnade, überraschender Gnade. Ihr merkt, es dreht sich immer um das gleiche Thema. Gott kommt und Jesus kommt zu dieser jungen Frau und er kommt zu dir und er kommt zu mir. Überwältigend seine Gnade, gratia plena im Ave Maria von Schubert. Auf Lateinisch heißt es, voll der Gnaden, du Beschenkte. Und wisst ihr, hier müssen wir auch den kulturellen Hintergrund. Sie, dieses junge Mädchen, sagt, hallo, wie... Es war ein kulturelles Ding. Das ist ganz, ganz, ganz interessant. Es war immer Sache der Männer, mit Gott zu reden und nicht von jungen Mädchen und schon gar nicht von unverheirateten Frauen. Die haben weniger Ansehen gehabt. Maria kam aus einem Handwerkerhaus, armes, also Zustand von Armut und aus Galiläa. Und wie schon vorhin gesagt, Galiläa, da kommt nichts Gutes. Die Frommen aus Jerusalem, man macht immer einen Bogen um Galiläa. Das ist so im nördlichen Teil von Jerusalem, von Israel. Ausgerechnet erlebt es dieses junge Mädchen. Ausgerechnet du erlebst die Heimsuchung Gottes. Ausgerechnet du mit deiner Lebensgeschichte, mit deiner Vergangenheit, mit meiner Vergangenheit, mit dem Chaos meiner Eltern, meines Hauses. Ausgerechnet wir. In jeder Familie ist irgendwo ein Haken, ein geschichtlicher Haken. Und Gott kommt und er überrascht uns mit seiner Gnade. Und glaub mir, Marvin, die Gnade Gottes ist nie ein Effekt. Noch nach dem Motto, ach, ich habe heute nichts zu tun, wem soll ich Gnade schenken? Gott hat immer eine Perspektive der Ewigkeit. Sein Blick kommt aus der Ewigkeit. Sein Blick über unser Leben, aus der Allwissenheit über uns.
dem Moment, wo Same und Eizelle eins werden und Mensch kommt, hat Gott einen Plan mit deinem und meinem Leben. Der Einzige, der im gesamten Universum nicht überrascht wird, ist immer Gott, weil er alles weiß. Und er weiß auch die Umstände deines und meines Lebens, deiner und meiner Vergangenheit, deiner und meiner Gegenwart und Zukunft. Und meine Ängste und mein Versagen, ihn kann nichts überraschen. Uns überrascht es, aber nicht ihn. Es ist eine überraschende Gnade für uns, aber er hat sich schon längst auch ausgesandt, dass dein Leben getroffen wird von dieser Gnade. Und dann auch übernatürlich, dieses Geschenk, was Maria auch erlebt hat, übernatürliche Gnade. Und hey, sie hat den Sohn Gottes zur Welt gebracht. Und wir lesen im Vers 31, schau erstmal eine triple Annuncia, das heißt dreifache Ankündigung. Vers 31, der Gabriel sagt zu ihr, erstens, du wirst schwanger. Zweitens, einen Sohn gebären. Drittens, du wirst ihm den Namen der Retter geben, Jesus. Sie bekommt einen Auftrag. Hey, sie war gerade Wasser schöpfen. Sie war gerade in der Küche. Sie war gerade mit ihren 15 Jahren verlobt. Das war die Kultur damals. Schon als Kind hat man sich schon versprochen, aber noch unerfahren. Sie nimmt einen Auftrag an, weil die Gnade Gottes dich befähigt, einen Auftrag anzunehmen von Gott. Die Gnade Gottes, sie setzt dich frei, das zu tun, was Gott will, dass du tust. Und dann, die bleiben unausgelegt, 5 Attribute der Person Jesu. Im Vers 32, der Engel sagt, erstens, er wird groß sein. Zweitens, Sohn des Höchsten genannt werden. Drittens, Gott der Herr wird den Thron seines Vaters David geben. Diese Verheißung für das Volk Israel und für die ganze Menschheit. Viertens, er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, auch geistliches Haus Jakob, das sind alle wir. Und fünftens, sein Reich wird kein Ende haben. Sag mal jetzt Amen. Weißt du warum? Sein Reich wird nicht Halt machen vor deiner Haustür. Das ist ein falsches Verständnis. Als Jesus in mein Leben kam, da hat er die Haustür durchgebrochen in meinem Herzen. Klar, er klopft und wir sollen sagen, komm herein, Herr Jesus. Aber das ist die zweite Dimension, das ist dann diese persönliche Entscheidung. Das hat diesen Klopfverhalten, wo Jesus sich anbietet. Ich bin jetzt hineingekommen, ich habe dich heimgesucht. Ich habe dir meine Möglichkeiten gezeigt, meine Fähigkeiten, meine Kraft. Bist du bereit, mich anzunehmen? Hast du ein Ja für mich? Das ist die zweite Dimension. Aber erstens, er trifft die Initiative. Glaubst du, er fragt dich, Entschuldigung, kann ich mich in dein Leben offenbaren? Er tut es. Das ist doch deine und deine Geschichte und meine Geschichte. Unerwartet, überwältigend. Seine Gnade kommt in mein Leben. 1986 war das bei mir. Und welcher Moment, der Momentum der Begegnung Gottes, hast du es erfragt? Es kam. Heimsuchung, sie kommt durch Gnade. Ist das herrlich? Die Jungfrau sagt, wie soll das geschehen? Wobei sie begreift, was bedeutet das für mich? Erstens ganz rein biologisch, noch kein Sex gehabt mit Josef. Wie soll ich denn da schwanger werden? Der Engel hat kein Problem, über Sex zu sprechen. Wobei er hat es dann sehr fromm ausgedrückt. Weil es war sehr göttlich und sehr übernatürlich. Ja, der Geist des Herrn wird über dich kommen. Du wirst überschattet werden von der Macht des Allerhöchsten. Wahrer Gott. Das war nötig. Jesus, wahrer Mensch. Wahrer Gott. Und sie fragt sich, und in dieser Frage, wie soll es passieren, hat sie was anderes sie auch hineininterpretiert. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Oh Gott, wie war der Gruß?
Ave Maria. Ich sage es auf Lateinisch, weil es in der Nähe ist von Italienisch. Grazia plena. Dominus tecum. Der Herr ist mit dir. Und im Bruchsal von Sekunden, habe ich Bruchsal? Im Bruchteil von Sekunden, ich komme immer aus Bruchsal. Im Bruchteil von Sekunden realisiert, oh Gott, wenn du nicht mit mir bist, dann wird es nicht gut enden. Warum? Ihr Leben verändert sich ab diesem Augenblick. Lebensplanung über den Haufen geworfen. Und ich frage mich, wie weit sind wir jetzt, wir als Erreichte, wir als Christen, wir als Kinder Gottes, inwieweit bist du bereit zu sagen, Gott, du kannst meine Pläne über den Haufen werfen. Denn wenn du mich rufst, bin ich hier, bin ich bereit. Sie wusste, sie ist Gerüchten und Tratsch ausgesetzt. Wer glaubt diese bescheuerte Geschichte? Ich bin schwanger. Von wem? Angefangen von den Eltern, angefangen von den Verwandten, angefangen von ihren eigenen Verlobten. Der Josef hatte das Recht, die Verlobung aufzulösen. Und eine aufgelöste Verlobung hat dieses Mädchen in der damaligen Kultur nie mehr eine Chance. Sie gilt als Ehebrecherin. Ha, Josef, Maria, du bist auch mit einem wunderbaren Ehemann beschenkt worden. Weil der hat diese Krise überwunden. Er hat darüber nachgedacht, sie zu verlassen. Matthäus 1, Kapitel 1, 19, 20, 21. Und der Engel kommt zu Josef. Hey, stopp! Was machst du da? Was in ihr wächst, ist von Gott. Und hat das Alte Testament geöffnet. Jesaja 7, Vers 14. Josef, lies, die Jungfrau wird gebären. Und diese Jungfrau ist deine Verlobte. Und er hat geglaubt, er hat auf die Stimme des Engels gehört, die Stimme Gottes geglaubt und hat Maria geglaubt, er hat sie angenommen. Und auch er wurde dem Tratsch ausgesetzt. Was ist das denn, Stolz eines Mannes? Dominus tecum. Nur weil Immanuel, Gott mit uns ist, er hat es auferstanden, Gott ist mit uns. Er wird auf unserer Seite sein. Leute, die Weihnachtsgeschichte mal anders erzählt, gell? Nicht aus der Krippenperspektive, sondern aus der Krückenperspektive. Die Krücken in dieser Geschichte, menschliche Krücken, normale Zweifel, haben die beiden auf sich genommen. Josef mehr als Maria. Wow. Immanuel, Gott mit uns. Dominus tecum. Sie akzeptiert ihre Aufgabe. Vers 38. Was sagt sie? Sie hat das alles in Kauf genommen. Und wir für eine Kleinigkeit, für eine kleine Kritik, weil wir Christen sind, für einen kleinen Gegenwind, weil wir in den Gottesdienst kommen, für verlieren sofort die Fassung. Und was dieses junge Mädchen auf sich nimmt, das soll uns zum Vorbild nehmen werden, Leute. Und sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Es geschehe mir nach dem Willen Gottes. Es geschehe mir das, was Gott will. Er hat einen Plan mit meinem Leben. Ich weiß, ich habe einen Auftrag und ich habe Leiden. Hört zusammen. Ich weiß es. Ich werde auch dem entgegentreten. Mit was? Mit Mut und mit Vertrauen in Gott. Ein Auftrag von Gott bringt Segen und Leiden, Freude und Trauer. Erfolg und Enttäuschung. Das sei mal nebenbei gesagt. Für uns alle, egal was dein Beruf ist, egal was deine Leidenschaft ist, bist du bereit? Immanuel, Gott mit uns, nur das macht es möglich. Bist du bereit zu sagen, Gott, du kannst meine Pläne über den Haufen werfen? Bist du so mutig? Seit wann hat Gott dich gefragt um deine Wünsche? Unsere Wünsche hört er sich gerne, aber sein Plan in unser Leben ist viel größer als unsere Vorstellungen.
Sein Plan in unser Leben ist viel größer als deine Ehekrise. Sein Plan in unser Leben ist viel größer, dass du deine Kinder nicht im Zaun halten kannst. Sein Plan in unser Leben ist viel größer im Angesicht all deines Versagens. Ist viel größer. Und dieses Größer heißt nicht, dass er den Rest beseitigt. Da drinnen, fang an zu graben. Da ist eine Heimsuchung Gottes. In jeder Herausforderung deines Lebens ist eine Heimsuchung Gottes verborgen. Da drinnen, wo du gerade bist, wo du dich gerade befindest, steckt. Freue dich, du Begnadeter, du Begnadete. Dominus tecum, der Herr ist mit dir. Immanuel, in jeder Heimsuchung Gottes, eine überwältigende Gnade und die Verheißung seiner Gegenwart, die Verheißung seiner wunderbaren Gegenwart in dein Leben. Und das ist der Grund, warum du für die Zukunft keine Angst haben brauchst. Das ist der Grund, warum Maria sagte, es geschehe, wie der Herr, mein Gott, es will. Seine Magd bin ich. Schaut mal, was für eine Einstellung. Ich bin sein Diener. Ich bin seine Dienerin. Viel höher. Ich bin sein Kind. Ich bin die Tochter. Herr, es geschehe, wie dein Wille es will. Das ist eine Aussage. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich muss nicht das Gleiche erleben, was meine Eltern erlebt haben, wo die ganzen Ängste, die da sind. Nein, meine Zukunft ist in Gottes Händen. Und er hat eine Heimsuchung für dich. In jeder Lebensfrage, in der Ehe, in der Berufswahl, in allem, was dich angeht. Da ist Heimsuchung Gottes. Und ihr Lieben, ich komme von der Eheseelsorge, ihr Lieben. Es gibt Momente, gerade die Ehe, tut mir leid, ich sage es, hat Momente, wo ich sitze auf der einen Seite des Schreibtisches und sie sitzen da und ich denke, wo ist noch eine Chance hier? Da ist keine Chance mehr. Ist kaputt, kaputt. Wie oft erlebe ich, wie der Geist Gottes das offenbart. Freut euch, ihr Begnadete, denn ich bin bei euch. Wie kannst du bloß das tun, dass plötzlich Vergebungsbereitschaft da ist? Plötzlich die Kraft da ist zu überwinden. Plötzlich ist es da. Wer macht das? Immanuel. Gott mit dir. Ich habe das so oft erlebt. Vor dem Haufen einer Ehe oder vor dem Haufen eines Lebens. Mein Leben, wie oft habe ich es gehört, habe ich kaputt gemacht. Freue dich, du Begnadigter. Dominus tecum. Der Herr ist mit dir. Und das ist diese Botschaft, die ich heute uns allen geben möchte. In deiner und meiner. Hab keine Angst. Hab keine Angst vor den Entscheidungen, die du getroffen hast. Dominus tecum. Der Herr ist mit dir. Hab keine Angst. Hast du sie vor Gott getroffen? Hast du sie mit Gott getroffen? Hast du gebetet zu Gott, du konntest? Vertraue auf Gott. Denn, Achtung, Mut und Vertrauen auf Gott ist gleich Wunder. Amen. Mut und Vertrauen auf Gott ist gleich Wunder. Beschenkt immer wieder mit Heimsuchungen Gottes, beschenkt durch seine überraschende, überwältigende und übernatürliche Gnade. Beschenkt mit Immanuel, Gott mit uns. Amen. Amen. Wir wollen aufstehen und zusammen beten.
Jesus. 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 Es ist unsere Geschichte, auch die Weihnachtsgeschichte. Immer wieder wirst du geboren in die Herzen der Menschen. Und ich danke dir, Herr, für diese Botschaft an diesem Morgen, das unser Herz erreicht. Fürchte dich nicht. Ich spreche das aus. Fürchte dich nicht. Wo Gott ins Spiel kommt, Halleluja, da muss die Angst weichen im Namen Jesus. Es gibt dir Zukunftsängste in diesem Ort heute Morgen. Es gibt Ängste vor getroffenen Entscheidungen. Es gibt Ängste, es gibt Zweifel. Im Namen Jesus, ich danke dir, mein Gott, dass du begonnen hast mit Heimsuchung und immer wieder kommst du und begegnest deine Leute, deine Kinder, deine Diener, deine Dienerinnen. Ich danke dir, mein Gott, dass heute Morgen hier in diesem Raum eine heilende Kraft ausfließt. Eine heilende Kraft. Im Namen Jesus, ich danke dir, dass du diese Worte sprichst tief in unsere Herzen. Freue dich, du Begnadeter, du Begnadete, denn der Herr ist mit dir. Nimm es mit. Nimm es mit in dein Leben. Mach es zum Fundament deines Lebens. Und lebe ein Leben vor Gott mit dieser Gewissheit. Es ist die Gnade. Und wir sind beschenkt. Und er schenkt uns immer wieder von seiner wunderbaren Liebe. Und die Geschenke Gottes sind die besten Geschenke. Erkenne es. Und im Namen Jesus sehe ich, sehe es gerade von meinen geistlichen Augen, wie es Klick macht bei vielen. Du wirst erkennen, das, was du gedacht hast, nicht ein Geschenk zu sein, es ein Geschenk ist. Du wirst es erkennen und du wirst das Halleluja singen. Und nicht nur hier in diesem Raum, sondern das Halleluja wirst du in deinem Herzen singen. Halleluja. Halleluja. In den Namen Jesus gehen. Name über alle Namen. Der Name des Retters ist ausgerufen über dein Leben. Und da, wo du die Kraft seiner Errettung, seiner Erlösung, da, wo du sie brauchst, ruf diesen Namen. Und ruf ihn auch über dein Leben. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch keine Entscheidung getroffen,
wie Maria. Es geschehe so, wie mein Herr es will. Es geschehe so nach deinem Wort. Erst als das Ja kam von ihr, kam dieser Plan in Erfüllung. Das Ja. Und heute Morgen ist eine Gelegenheit für dich, wo du auch sagen kannst, Ja zu dem Plan Gottes in dein Leben. Der Plan, ihn nachzufolgen, dass du dich von ihm gebrauchen lässt und Details, die noch da sind, sag auch du Ja. Und wenn du es tun willst, helfe ich dir. Maria hat es so gesagt, es geschehe so, wie der mein Herr es will. Ich bin nur eine Dienerin. Und ich sage es dir mit folgenden Worten, wenn du willst, kannst du sie leise mitbeten, ganz leise. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Komm, werde geboren in meinem Herzen. Komm und rette mich, erlöse mich. Komm, vergib mir mein Versagen. Schenke mir ein neues Leben. Befreie mich von der Angst. Ich fürchte mich nicht, weil du bei mir bist. Immanuel, Gott mit mir. Schenke mir ein neues Leben, einen neuen Anfang. Hier bin ich, Herr. Ab heute wendet sich mein Leben. Ich folge dir nach und du bist mein Herr. Amen. Amen. Das müssen wir feiern, ihr Lieben, das müssen wir feiern. Es ist passiert!